fucking toe in that water. Ach, deswegen. That lake is wrong. Okay. Das habe ich vorher so gar nicht gesehen. Okay. Ja, wie kommen wir dann jetzt darüber? Indem wir den See umrunden, oder was? Muss ja. Falls es dafür überhaupt eine Möglichkeit gibt. Weil wenn wir nicht quer durchgehen wollen. Oder aber wir müssen halt tatsächlich stückchenweise schwimmen oder so. Let me help you. Nein, danke. Komm, geh da raus. Geh doch hier irgendwo an Land. Nein. Ist das denn so schwer? Einfach mal dich hier irgendwo hochzuziehen. Ja, okay, gut. Er hat mich, er hat mich. Da ist mein Fuß. Na gut. Dann auf ein neues. Vielleicht durchsuchen wir einfach auch mal die Häuser hier. Weil ich halt nicht unnötig viel Zeit hier verschwenden will. Weil eigentlich muss ich schnell weg von diesem Ort. Weißt du? Ich will mich gar nicht hier umschauen. Ich will nicht wissen, was hier noch so ist. Oh shit, hier kann ich rein. Ich hasse Gebäude, wo ich rein kann. Das ist immer eine doofe Idee. Nein. Ich wollte schon durch. Hm. Dann ist dies also der Weg. Was rülpst denn da jetzt rum? Was? Was ist das? Das sieht sehr modern aus. Tower. A radio tower or microwave relay. Civilization, maybe. For a second I was dumb enough to think I might not die. Okay. Aber was macht denn hier dieser komische Radioturm? Irgendwelche... Keine Ahnung. Signale aussenden, die Menschen verändert oder was? Mir gefällt das nicht, dass da unten wieder alles beleuchtet ist. Meistens eher ein schlechtes Zeichen. Ach komm, stell dich nicht so an. Okay. Natürlich bin ich hier in der Ecke nicht allein. Ich will nur ganz kurz durch. Verdammt. Hätten die nicht einfach eine Brücke hier irgendwie rüberbauen können? Nein. Bitte, was siehst du denn hier? Ach, das ist auf dem Boden geschrieben. Ah. Okay. Wahrscheinlich mit Leichen sogar ausgelegt. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt wissen will. Was ist das?
Caster Knoss. Ich werde für einige Wochen nicht von meinem Jagdausflug zurückkehren und hoffe, dass Paul, immer dieser Paul, dich mit diesem Brief schneller erreicht. Als ich nach den Fallen hinter dem Berg rund 7 Kilometer jenseits der Minen sah, entdeckte ich metallene Türme zwischen den höchsten Bäumen. Sie scheinen getarnt zu sein, auch wenn auch schlecht, mit verdächtig symmetrischen Blättern. Ich versuchte mich den Türmen zu nähern, in der Hoffnung herauszufinden, was sie sind oder wer sie gebaut hat. Doch als ich mich in ihre Richtung bewegte, kamen Wachtürme über mich von einer Macht, die ich noch nie gespürt habe. Ich sah Dinge, die ich nicht beschreiben kann. Da waren Flammen und Insekten und was wohl Münder waren und was Geschlechtsteile sein könnten. Ich muss im Traum weit gewandert sein und ich konnte mal einen Weg, ja doch mein Weg, nicht zu den summenden Türmen zurückfinden. Mein Körper wies auch einige andere ungediegene Reaktionen auf, die ich aus Scham hier nicht nennen will. Vielleicht kann ich von diesen unter 4 Augen sprechen, wenn ich nach Templegate zurückkehre. John. Aha. Dachte ich aber, hier geht's weiter und das geht es gar nicht. Wo soll ich denn dann lang? Und wo sind diese, ja, kann man das noch Menschen nennen, die hier langgelaufen sind? Haben sich hier irgendwo verkrochen? Kommt am besten nicht mehr raus. Okay, es sind keine Leichen. Immerhin etwas. So, aber wie kommen wir jetzt weiter? Ich habe keine Ahnung. So, wir haben noch reichlich Batterien, 2x Verbandzeug. Es geht eigentlich. Sag das doch. Okay. Nutze zum Rudern W, A und D, um das Floß zu steuern. Okay. Die Frage ist halt nur, wohin? Immer die See betrachten, nicht, dass plötzlich irgendwie was auftaucht. Muss ja auch nicht sein. Was? Ein undurchdringlicher Nebel. Silent Hill. Da soll ich wahrscheinlich nicht lang. Oder doch? Komme ich da überhaupt lang? Ich habe ihn wahrscheinlich nicht dahin gesteuert, ne? Ich kann es nicht genau sagen. Die Steuerung hier auf dem Floß ist wirklich sehr schwammig. Was? War es wieder Zungenklaus? Bitte nicht. Na, ich glaube, hier sind wir in der richtigen Richtung. Oh Gott. Signs. The apocalypse. I hope to God I'm just losing my shit. Was ist das da, was da rum? Dings, Körperteile oder was? Was? Ja. Es ist, wie es zu erwarten war. Ich muss zurück zum Floß. So schnell wie möglich. Nein, 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 nein. Du kannst mir nicht helfen. Komischer Heckenpenner.
So, auf zum Floß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, und ich bin drauf. Okay, lass weiter paddeln. Weiter und energisch und immer wieder. Dann ist dieses Dröhnen, was wir immer hören, wahrscheinlich vielleicht von diesen, oder halt auch das gleißende Licht, vielleicht von diesem Radioturm. Ich hab doch keine Ahnung. Wenn ich irgendwas hab, dann sowas von gar keine Ahnung. Aber nun gut. Muss ich hier tatsächlich durch die Stromschnellen? Oh nein. Ich habe da ein mieses Gefühl. Ich habe an jeder Stelle in diesem Spiel ein mieses Gefühl, ich weiß. Oh Gott. Ja, wo es doch dann so schnell wird, könnte ich mir vorstellen, dass da auch sehr bald ein Wasserfall kommt, oder? Oder noch Schlimmeres. Ups. Ja. Komm, geh weg. Oh nein, oh nein. Was läuft denn da schon wieder? Na los, mach hin. So. War das jetzt so schwer? Ja, war es. Oh Gott. Na, hoffen wir mal, dass du nicht zu spät kommst. When there's no baby, I have to. Jesus, Lynn, I'm coming. Ja, dann mal los. Was machen die da oben? God. Oh, anzünden, ins Wasser werfen, das macht Sinn. Da kommen auch die ganzen Leichen her. Lass mich raten, das dürfen wir auch über uns ergehen lassen. Bei lebendigem Leibe angezündet zu werden oder so. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich das nicht möchte? Und wo muss ich jetzt eigentlich genau hin? Hört dieser Fluss denn hier niemals auf? Man kann ja mal fragen. Ja? Ich finde aber nett, dass er hier sehr, sehr oft speichert. Was ist das da? Wieder Leute, die da irgendwie rumdingsen. Wieder Dönikens machen. Wir haben eine Fluse im Kopf. Was war das für ein Möchtegang Quaken? Oh Gott. Er speichert nochmal, das finde ich aber nett. Ja, verstehen muss ich das nicht wirklich, ne? Was? Was ist das wieder für ein, so ein komischer Nebel? Oh oh. Oh oh. Wow. Okay, nicht so. Okay. Oder vielleicht doch so? Es gab ja sowieso kaum Ausweg. Shit! Shit, the raft! Police will be there. Ja, dann versuchst du auch erstmal einzuholen. Also wie ich das höre, sind wir natürlich nicht allein. Ja, hol's dir.
Holz der Tiger. Okay, dann nicht. Hier runter ist keine gute Idee, ne? Ich glaube nein. Das sieht nicht so gut aus. Nein, die Strömung ist aber zu stark. Was war denn das für billige Sterbgeräusche jetzt? Okay. Okay. I'm still not dead. Okay, the raft couldn't have gone far. I can still make it. Da bist du aber optimistisch, du. Da bist du aber optimistisch. Ach, da kann ich lang. Ah, okay. Das habe ich zuvor nicht gesehen. Hallo. Was habt ihr hier gemacht? Steht irgendwas von Love-Gedöns-Dingens. Love Satan oder so? Killed as a warning. We're welcome. We're all welcome eventually. Nein, weiß er nicht. Ich weiß er nicht. Hallo? Ah, jetzt bin ich runtergesprungen, ne? So mega dumm. Oh, was haben wir da? Achso, das Übliche. Da stimmt hier einer rum, okay. So. Aber wie komme ich jetzt auf die andere Seite? Ich bin verwirrt. Hochgradig. Wir sind tatsächlich einfach nur da zum Anfang wieder gegangen. Es war ein klassischer Mammut. Aber auch sowas muss man sein. So. Mir gefallen diese Geräusche gar nicht, ne? Kann ich den Baum umschmeißen? Mit großen Kräften können wir nun darüber. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge von Outlast 2. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis denn. Oh, ich will nicht.